Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem letzten Livestream, dem großen Finale der 24 Stunden am Nürburgring. Es sind jetzt 20 Stunden 40 gefahren, das heißt, wir befinden uns in den letzten 3 Stunden. Wir sind mittlerweile umgestiegen auf das Modell Sonntagsfahrt, Verwalten des Vorsprungs, nicht mehr groß angreifen, denn die Konkurrenz hat uns ja mit ihren Unfällen ein bisschen belohnt und wir sind frei auf der Strecke geblieben. 3 Runden beträgt der Vorsprung auf Position 2. Unter normalen Umständen eigentlich nicht mehr einzuholen, solange wir auf dem Asphalt bleiben. Da müsste es ja schon jetzt richtig schief gehen. Deswegen heißt es für uns jetzt noch die letzten 3,5 Stunden verwalten das Ganze und einfach durchkommen, damit wir diesen Sieg dann auch eintüten. Und wir schalten jetzt auch direkt wieder auf die Strecke und sehen hier auch gleich das Klassement eingeblendet. Es fährt jetzt noch Robert einen Turn, danach wird noch Ronald einen Turn fahren und dann der Schlussturn, der wird diesmal Roland vorbehalten sein. Der darf den Mercedes dann nach Hause bringen. Und wie gesagt, wir halten uns aus allen Scharmützeln raus. Wenn jemand meint, er müsste jetzt noch schneller fahren, dann soll er das tun. Er darf gerne an uns vorbei und sich zurückrunden. Wir haben damit jetzt kein Problem mehr. Ich kann aus meiner Position sagen, in meinem letzten Stint bin ich jetzt pro Runde fast 15 Sekunden langsamer gefahren als normal. Es war wirklich das Modell Sonntagsfahrt. Nur noch ankommen, gar nichts mehr groß machen, denn was soll jetzt unter normalen Umständen noch passieren? Deswegen halte ich mich jetzt auch nochmal zurück. Wir kommen, denke ich, in der letzten halben Stunde dann nochmal mit unserem Funkkanal dann auch mit rein. Bis dahin lassen wir einfach die Bilder für sich ein bisschen sprechen und ja, wünschen euch noch ein bisschen viel Spaß. Bei Fragen stehen wir immer, wie gesagt, gerne zur Verfügung. Und ansonsten, wie gesagt, 15:30 Uhr ist Zielanlauf. Das heißt, so ab 15 Uhr, denke ich, werden wir dann alle hier online sein und auch wieder zu hören sein. Bis dahin, bis später.
8 minutes 23.946.
8 minutes 23.437.
8 minutes 25.551. Right side. Clear on the right. Thank you.
in 8 minutes 24.13. Thank you.
8 minute 21.897. Car right. Clear on the right.
8:25.083. Thank you.
Left side. Clear. Car on your left. Clear on the left.
9 minutes 55.989.
8 minutes 23.458. Thank you.
ich sitze auf jeden Fall in Döttinger Höhe.8:23.891
Slow car ahead, car stopped ahead. Go right. You got a slow car on the right. Car right. Clear. Eight minutes 29.298.
8 minutes 22.201.
8 minutes 24.775. Radio check. Last pass.
8 minutes 30.774. Thank you.
Wait, wait, wait. That's me. Hello. Hey. Sind alle da? Robert ist kurz weg. Okay, der ist ja auch eine Weile gefahren. Sebastian, wait. Next sector. Läuft der Livestream wieder? Der läuft schon die ganze Zeit. Ja gut, ich hab nicht so viel Scheiße gelabert, glaube ich. Achso, okay, ja gut, das Team Radio quasi war nicht dabei. Ah, alles klar, perfekt. Das ist gerade deine erste Runde nach dem Tankstopp, gell? Ja.
Left side. Clear. Mike, rechne mal hoch, wie viele Runden wir gefahren haben müssen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Weil das ist eine ganz knappe Geschichte, deswegen müssen wir ein bisschen Zeit schinden. Du meinst mit dem Sprit? Ja, beides halt, also Restlaufzeit und so. Warte, das ist ja eigentlich ganz einfach. Im Prinzip, du fährst jetzt 8,5 Minuten pro Runde, nehme ich mal an. Ja, 8,5 Minuten. Ja, hast du jetzt noch 6 Runden, wo du quasi in der Zeit fahren könntest? Das reicht eigentlich locker für deine Tankfüllung. Also egal wie du fährst, du kommst drüber. Okay, aber es gibt ja noch eine Zusatzrunde, gell? 24 Stunden plus 1. Nein, nein, nein. Wenn du nach Ablauf der Zeit rüberfährst, ist vorbei. Es gibt keine weitere Runde. Sicher? Ja. Okay. Das ist bei den 24-Stunden-Rennen noch nie so gewesen. Ja, wusste ich jetzt nicht. Also wenn der Timer abgelaufen ist und du fährst über die Linie, ist es gelaufen. Das heißt, du kannst die ganze letzte Runde ganz entspannt angehen. Okay. Thank you.
Gerade sehe ich bei Facebook, kommt die Erinnerung rein, dass wir heute vor einem Jahr genau beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gestartet sind. Hey! Das heißt, heute vor einem Jahr in 5 Stunden sind wir, in 9 Stunden sind wir ausgefallen. Frisst das, Dominik Bauer. So, Leute, bin wieder da. Juhu! Für den Schlussspurt. Nein, kein Sport, bitte zu Ende fahren. Einfach nur zu Ende fahren. Also ich war 12 Sekunden immer hinter meiner Zeit. Das ist noch langsam genug. Macht nichts, das habe ich vorher auch gemacht, das reicht. Huren Arschlochkurve. Wir werden das im Livestream das nächste Mal überpiepen, bitte. Oh, hört man mich? Ja. Upsi. Mensch, Roland. Sind meine Manieren. Achtung, Achtung. Die hattest du noch nie. Was? Ja. Was? Wieso Achtung? Hey Leute, ruft nicht Achtung. Die Kurve. Nee, alles gut. Nach vorne hast du. Ja, vorne habe ich eine Minute. Welche Kurve? Er war doch schon auf der Dettinger Höhe. Ja, eben. Ach so, ich bin noch. Bist du auf Replay, Mann? Okay, ich bin noch im Replay, sorry. Hell, muss auf der Dettinger Höhe. Ich bin nicht in die Leitplanke gefällt. Dass sich keiner wegdreht. Genau. Oh, shit, ey. Restlaufzeit? 8 Minuten 39.053. Mike meint, das langt egal wie ich fahre. 8.39, rechne ich mal durch. Noch 42 Minuten. Das wären 4,97 Runden, bis die Zeit abläuft. 5 Runden. Ja. Und du hast noch 6 Runden Sprit drin. Dann reicht es auf jeden Fall. Perfekt. Also selbst wenn du nochmal kurz vorher meinst, du willst drüber fahren. Jawohl, dann reicht's perfekt. Und hoch mit dem Mapping auf 3. Jetzt kitzeln wir nochmal alles raus. Bam, neue Bestzeit. Ja, nichts für der Krummkarre hier. Okay, bam, noch ein Crash, Auto ganz krumm. Ja, das ja. Towing. Towing direkt vor Sieger, Bruder. Genau, bitte. Mike, du siehst das Team Livery, oder? Ja. Okay. Ich sehe es auch. Du hättest Trading Paints laden müssen, weißt du? Schon die ganze Zeit. Du hättest es richtig laden müssen. Habe ich schon alles zigmal gemacht. Zwischendurch, aber ich habe immer. Und warum siehst du es dann nicht? Weiß ich nicht. Ja, manchmal spinnt es irgendwie, das war bei mir auch schon. Naja, ich kenn's. Also was bei mir lustig ist, ich habe auf jeden Fall eure Helme nicht mehr aktualisiert bekommen. Die sind bei mir nicht mehr drin.
Das ist aber sehr ärgerlich. Gerade mein Schildhelm fehlt. Also Roland, sein Helm sehe ich. Gut. Ja, bei dir hat es Trading Paints in dem Fall aktualisiert. Also bei mir aktualisiert es auch nicht. Ich hatte halt die ganzen Liveries schon auf der Festplatte. Aha. Wobei die anderen Teams hat es ja lustigerweise auch aktualisiert. Es waren nur die Fahrer, die im Nachhinein reingekommen sind, nicht. Okay. So ein Debakel letztes Jahr und so eine Dominanz dieses Jahr. Irgendwas haben wir falsch gemacht letztes Jahr, glaube ich. Du hast zwar weniger Betrunkene dabei. Also von den anderen meine ich halt. Gut, und dann war da noch Daytona Anfang des Jahres. Das war auch nicht gerade so der Erfolg. Das lag an den Servern, also bitte. Ja. Ja, stimmt, da hatten wir einen Crash, obwohl wir nicht mal wussten, dass wir einen hatten. Pitstop ohne Pitfiguren. Ja, vor allen Dingen Pitstop mit Berührung der anderen Autos, was normalerweise unmöglich ist. Ja. Nach Nordschleife ist vor Le Mans. Den letzten zwei 24 Stunden Debakeln tut es auf jeden Fall mal wieder richtig gut, dass wir jetzt auch über die Distanz kommen. Jo. Und dann auch noch so. Und was sagt uns das? Angeschmissen. Und was sagt uns das? Entweder wir kommen über die Distanz und landen auf dem Podium oder wir fallen aus. Richtig. Es gibt kein Dazwischen. Entweder oder. Bin mal gespannt, welchen Gesamtrang wir haben. Ach, das will ich glaube ich gar nicht wissen. Obwohl, neben Server Split 1 wären wir Platz 11 oder sowas, hat der Ron voll mal rausgefunden. Ja. Da wären wir auch gar nicht so beschissen unterwegs. Weil wir warum, wie kommt ihr da auf Platz 11? Von den Runden. Achso, von den Runden. Und weiß jemand, auf welchem Split wir jetzt sind? Nö. Das sehen wir erst nachher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich der letzte ist, weil wir hatten immer noch ein volles GT-Feld. Also normalerweise werden die ja, dann hätten wir ein kleineres Feld gehabt. Ich denke nicht ganz der letzte. Nee, irgendwo mittendrin, denke ich. Ja. Letztes Mal war nicht ganz so schlecht. Das Gute ist auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder ein Safety-Rating, mit dem ich wieder ein paar Sprintrennen versauen kann. Aber das Faszinierende ist, die Top-Teams, also im Split 1, fahren auch nur noch, also das erste Team 8 Minuten 6, also die fahren konstant die Zeiten, und danach 8 Minuten 12, 8 Minuten 17, 8 Minuten 25, die sind auch eingebrochen. Ja klar, ich meine, warum sollen die jetzt auch noch alle pushen? Die werden die Position auch so halbwegs bezogen haben jetzt. Nächstes Mal können wir auf dem ersten Split mitfahren. Ja, genau. Also nächstes Mal fährt Robert wieder Quali, macht hier eine 7 Minuten 58 und dann... dann werden wir durchgereicht im Rennen, ja.
Aber wenn wir in Server Split 1 kommen, dann wird das Rennen live übertragen. Also mit Kommentator und allem. Führt Commander, oder? Pure Racing Team Blue. Okay. MSI Esports ist zweiter, S2V Racing ist dritter. Coenda sehe ich hier gar nicht in der Liste. Okay. Ach, das ist irgendwie nur Cup-Meisterschaft gefahren oder sowas, also. 8 Minutes 38 Point Tick. Ich glaube, die haben den Porsche GT3 die beste Rundenzeit gefahren im Wally. Die werden mit dem vielleicht auch fahren dann. Ja, ja. Ich denke auch. Bei den Porsches sehe ich die hier jetzt auch nicht. Okay. Egal auch, wir sind hier. Lustig, ich habe gerade mal geguckt, wo Platz 2 und 3 liegen, weil das sind ja noch die einzigen, wo eigentlich noch gegenseitig in der gleichen Runde wären. Ach doch, hier, ich war blind, VRS Coenda SimSport. Platz 1 bei den Porsche. Ja. Klar, okay. Wo sind die, Mike? Der eine ist jetzt gerade vor hinten im Pflanzgarten gewesen, der andere ist gerade bei Wehrseifen abgeflogen. Perfekt. Also die holen sich auch nicht mehr gegenseitig ein. Da verzählen sie sich ihre Karten. Scheint richtig schön die Sonne. Restlaufzeit? 31. Also theoretisch kann ich uns nicht mal einholen. Also, in die Box, schnell ab. Nein. Ja, aber beim 24-Stunden-Rennen muss man doch eigentlich aus eigener Kraft über die Ziellinie fahren. Ja. Aber wir könnten eine halbe Stunde in der Box warten. Oder eine halbe Stunde auf der Stadtzielgeraden. Weil frag mal Toyota, die haben damit Erfahrung mit der letzten Runde und so. You got a slow car on the left. Das ist doch der Ferrari, der vorhin entgegen der Richtung stand, oder?
Ja. The car on your left. Clear on the left. Sind wir schon da? Wenn du nicht gleich aufhörst, dreh ich um und fahr zurück. Das will ich sehen! 23 Stunden in die andere Richtung. Wir können auch mit den nächsten Sätzen weitermachen. Ich muss mal aufs Klo. Soll mal recht anhalten. Gab's auf der Nordschleife alles schon. Es gab Leute, die wollten in den Wald kotzen. Ja, macht denn sowas? Ja, wenn ich dich so fahren sehe, dann also... Ja, also so langsam, ich meine, also bitte, ja? Also ich bin echt gerade froh, dass ich keine VR-Brille auf hab. Ich glaube, das wäre auch heftig. Sonst hältst du wirklich an und kotzt zumindest ins Wohnzimmer und wunderst dich danach, warum da kein Wald war. Ihr kennt die Folge von Family Guy, oder? Der Streit um das letzte Stück Torte. Falls nicht, nachschauen. Schickt mal einen Link in Discord. Hast du ja Zeit. Ich halt mal kurz an und such mal raus. Hey, don't text and drive. Ich kann das, ich kann das. Ja, er kann ja anhalten. Nein, ich kann im Fahren machen. Also du kannst das Physikmodell von iRacing auf eine Probe stellen? Ja. Auskosten, was es so kann. Aber das wäre mal eine Idee, die Notchschleife reversed aufbauen. Oh, ja. Das ist eine scheiß Idee. Wäre mal ganz neu. Ich weiß, das machen sie bei einer Rallye-Prüfung an der Nürburgring Nordschleife. Ja, ein Bekannter von mir hat das sogar mitgemacht. Das wäre echt mal interessant. Ja, mit einem Rallye-Auto haben sie es gemacht. Bitte, ich meine, wenn du jetzt umdrehst, kommen wir nicht ins Ziel, also dann laufen die Zeiten ja noch weiter. Können wir alle noch mal probieren? Nein, danke. Vorsicht, da kommt ein Gegner von hinten. Von hinten. Ja, das scheint ganz schön flott noch zu sein. Ich glaube, der schießt dich ab. Der Daniel Schmied. Ich glaube, die waren sogar mal zu Beginn des Rennens auch mit ganz vorne dabei. Ja, das ist das pinke Mercedes, glaube ich. Dieses pinke Mercedes. Naja, eigentlich ist er mehr so ein Braunton. Okay. Dann verwechsel ich die wohl. Ich erinnere mich nur dran, weil hinten, da wo das Nummernschild ist, was von Fahrschule steht. Und das ist mir noch so im Begriff geblieben. Okay. Braun? Also bei mir ist der blau. Also ich sage, bei mir sind die Dinge auch nicht geladen, die Deliveries. 8 Minuten 37.492. Haben wir noch? 25.30. Doch nicht immer die ganze Überraschung. Gott, ach stimmt, jetzt fällt's mir erst auf, unser Livery ist ja bei mir auch nicht geladen. Herrlich. Und ich hab mir so Mühe gegeben noch vorab. Naja, weil die Farben passen ja. Ich hab alles probiert, um das Ding reinzuladen. Und kurz nochmal unser altes, unser orangenes, keine Ahnung warum, aber... Du hättest einfach auch die TGA-Datei manuell in dein Verzeichnis packen können. Ja, hätte. Mercedes-Kette. Ich hab ja Trading Pants auch schon ausgeschalten.
Ich hab's an, ich hab's beendet, neu gestartet, alles aktualisiert, hat's nicht gemacht. Euch painte ich nochmal irgendwelche Liveries, ey. Das kann man mir auch nicht paint nennen, was du da machst. Genauso wenig, wie man das Fahren nennen kann, was du da machst. So. Hallo, es ist Sonntag. Hier rechts ist eine Steinmauer, da links sind Bäume. Halt an, ich will Picknick machen. Ja, kannst du ja rechts hochgehen auf die Tribüne. Kannst du mal winken. Du Scherzkeks, was denkst du denn, wo wir stehen? Siehst du jemanden neben dir im Auto sitzen? Ja, ich guck jetzt mal lieber nicht. Der andere hat doch jetzt die Lücke eigentlich zu dir zugefahren, oder? Ja, keine Ahnung, was er da hinten macht. Ne, ich meine nur, ich glaube, er hält sich jetzt zurück. Der will auch hinten dran, vielleicht ja auch beenden, man weiß es ja nicht. Wenn er dich überholt, muss er ja. Ja, und wenn er dich überholt, muss er noch zwangsläufig eine Runde mehr fahren. Richtig. Kann schon auch vorbeilassen zur Not. Ah ja, wir verweigern das vielleicht nachher noch. Ah ja, bleiben wir beide stehen einfach und gucken uns an. Ja. Naja, die haben 11 Runden Rückstand und der Vordermann 8 Runden Rückstand. Also selbst wenn er dich überholt, das holt er dann eh auch nicht mehr auf. Von daher, er kann auch hinter dir beenden. Ja, ich glaube, der steckt zurück. Ja, weil er ist vor auf jeden Fall schneller rangekommen, als er jetzt dann dabei wäre. Bin ich müde. Na. Thorsten meldet gerade in unserer WhatsApp-Gruppe, lass ihn doch durch, bevor er in dich reinfährt. Ich gehe mal davon aus, dass ich Thorsten jetzt in unserem Livestream auch bitte begrüßen kann, dann. Nein, ich kämpfe jetzt um Position. Der will nicht, der gibt ja keinen Gas, da kommt er nicht näher. Oh, jetzt blinkt er, okay, alles klar. Blue Flag, Blue Flag. Sieh's ein, du bist selbst den Nachzüglern zu langsam. Mike, soll ich fliegen lassen? Soll ich wirklich Gas geben? Meinst du jetzt abfliegen lassen? Ja, gut möglich bei der Krummkarre hier. Also ich weiter so stichelst, dann mach ich hier Mapping 3 und dann hol ich mal was draus hier. Und wenn's ein Baum ist, aus dem Wald ist. Hast ja diesen praktischen Gepäckträger hinten dranhängen. Frühstücksdecke. Ein paar Eichhörnchen zum Essen. Da nähert sich von hinten übrigens der nächste Mercedes. Da sollen sie doch alle kommen und gehen.
Oh, Platz 2 ist da hinten, 1 Minute 10. Naja, 1 Minute 10 ist nicht das, was direkt hinter dir ist. Ja, aber ich bin trotzdem Platz 2. Ja, mit dem musst du dich kämpfen. Vor dem solltest du vielleicht wieder eher wegfahren, man weiß ja nie, was noch passieren könnte. Ja, eben. Ja, aber selbst wenn, die Restlaufzeit langt dir nicht, um die 4 Runden aufzuholen. Ja, aber wenn wir ausfallen, kommen wir nicht mehr aus eigener Kraft über die Ziellinie. Hm. Zwickmühle. Da ist was dran. Also doch noch einen unplanmäßigen Splash and Dash, dann ist das Thema erledigt. Gut, möglich, ja. Also wenn er zu nahe kommen sollte. Der kann selbst bei der Fahrweise nicht hochholen. Der bleibt konstant auf 1,12. Weil Roland fliegen lässt. Jetzt, Mike, ich könnte schon schneller fahren, ich will nicht. Mike, shop mal in die Online-Messe. Falsch auch nicht. Ah, ich seh's gerade. Was? Überall die ganzen Scherzkekse in unserem Livestream da wieder unterwegs, wie ich gerade in unserem WhatsApp sehe. Wieder alle Scherze, oder was? Oh, Roland? Ja? Der hinter dir will vorbei. Oh, Roland, ich kann dich beruhigen. Thorsten kritisiert dich für deinen Fahrstil, Simon kritisiert mich für meinen Führungsstil. Tja, beide sind ja nicht hier. Also ich verstehe es nicht. Beide haben kleine Penisse, so fertig. Das heißt beide kleine Piep? Ja, Pipis. Beide kleine Pipis. So, hier, für die ganzen AM-Fahrer. Das ist also Fahren mit Hirn. Werdet erstmal erwachsen und im Pro-Fahrerfeld akzeptiert, dann reden wir weiter. So, jetzt fertig. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Oh, es sind noch 17 Minuten. Das heißt, es sind noch 2 Runden. Gut, der Tank endet in einem. Was? 8 Minuten 38.2 Tick, tick. Quatsch, 3 Runden. 3,5. Echt locker. Okay, die anderen sehe ich ja gerade, haben sich sogar bei uns da bedankt, dass du sie durchgelassen hast, dass sie noch eine extra Runde fahren dürfen. Wenn ihr es so eilig habt. Ich denke mal, das war sarkastisch gemeint von denen, oder? Nö, die haben extra im privaten Kanal geschrieben. Ja, das bringt die wieder eine Runde näher ran ins Feld, oder wie? Naja, es sichert ihnen die Position, falls wirklich doch noch was passiert vielleicht. Jungs, fahre mit Hirn. Nicht nur mit Vollbart. Hirn, was ist das? Ja, das Ding zwischen deinen Beinen, weißt du? Ah, ja. Okay. Verstehe. Also meinst du, ich soll mit Lenkradschloss fahren, oder? Oh, was du da unten machst, ist nicht mein Thema, also. Kannst du machen, was du willst. Mit welchen Schlössern. Material schonen, Reifen schonen. Hey, wenn du jetzt rechts abbiegst, musst du die 2 Runden nur kürzer fahren. Was war letztes Mal die Strafe, als wir das gemacht haben? Abschleppen, relativ lang abschleppen und eine, ja, ich glaube eine Stop-and-Go-Strafe. Genau, das war eine ganze Runde abschleppen, ja. Oh. Ja, stimmt, wir sind in die Box reingefahren dort, haben abgekürzt und wurden dann offiziell auch noch abgeschleppt angeblich, weil wir ja die Strecke abgekürzt haben. Ach, geil. Ja.
atmet alle tief ein. Ich hoffe, ihr habt davor gelüftet, ey. Ich hätte sagen sollen, lüftet erstmal und atmet dann tief ein. Naja, es hat zumindest keinen Plopp gemacht, dass irgendjemand umgekippt ist. Kommt noch. So, Freunde, das ist eine Restlaufzeit, bitte. Bis fertig ist. Bis fertig ist. Also eigentlich, ja, zwei Runden. Roland, du musst mir mal mehr zuhören. Ich hab dir vorher gesagt, das sind zwei Runden. Locker. Die Strecke ist so leicht. Das ist eigentlich, sind es fünf Runden auf einer normalen Strecke oder so. Ja, du bist wieder einmal falsch abgebogen und hast schon wieder keine Ahnung, in welcher Runde du bist. Ganz ehrlich, manchmal verwechsel ich die Kurven und hab noch den Arsch offen, dass ich noch rechtzeitig auf die Bremse drücke. Das ist mir Gott sei Dank nur mal nachts passiert. Ja. Ja, das ist mir auch einmal nachts im Pflanzgarten passiert. Ja, da fährst du und dann kommt die Müdigkeit dazu und dann ist es passiert. Ja, Bell of S, ey, da guckst du, wieso leuchtet hier alles? Die Straße. Ja, naja. Genießt die Sightseeing-Tour. Zu ihrer Linken Bäume. Zu ihrer Rechten Bäume. Ah, ein Zaun. So langsam kommen wir hier nicht mehr zusammen. So, Mike, unser Tourguide, erzählen Sie uns doch mal etwas über die Strecke. Es gibt eine Linkskurve und eine Rechtskurve und dann nochmal welche. Bam! Alter, was bist du für ein scheiß Spotter, ey? In der Linkskurve sagen, wo ist rechts fahren? Wir sind in Deutschland, da gibt's ein Rechtsfahrgebot, oder? Okay, mach ich jetzt. Ab in den Dreck. Es heißt doch Mutkurve, trau dich doch mal was! Okay. Oh, hab ich nicht getraut. Ich meine, so in aller Indianapolis an der Steilwand der Leitplanke entlang. Noch ein Stück. Sollen die Leute mal winken da oben? Hallo. Okay, ich nehm's zurück. Offenbar sitzt Ronald doch bei dir im Cockpit. Okay, Karussell, jetzt außen entlang driften? Bitte nicht. Nächstes Mal müssen wir ein Rallycross-Auto nehmen, oder? Genau. Also ich habe Sprit für 2,9 Runden. Das reicht ja niemals. Du brauchst noch bei eine jetzt danach. Ja, kannst ja... Komm, mach's spannend und schalt auf Mapping 3. Vielleicht solltest du langsam auf Lift and Coast setzen, haha. Ihr wollt's unbedingt, gell? Also, aber letzte Runde hau ich jetzt schon noch mal eine Bestzeit raus. Kinders. Also, da will ich mindestens eine 8-10 sehen, ja? Ich fürchte, er haut dann was anderes raus. Die Kolbe hau ich raus, ja. Er haut was raus, es ist schwarz, weiß und orange. Oh Gott, was hab ich gegessen? Und reimt sich auf OMG. Also wenn du dich jetzt langsam beeilst, dann kannst du noch sogar zwei Runden fahren. Mal. Das ist vorbei, Mann. Nee, ich glaube, das reicht nicht mehr. Wir müssen ihn jetzt provozieren, dass das doch noch rausreizt. Die zweite Runde, die schafft er nicht mehr. Naja, du hast jetzt noch 9,45. Das ist schon... So lang ist die Döttinger Höhe jetzt nicht. Ja, jetzt...
Kein Scheiß, muss ich mich echt beeilen, oder was? Nein, ich würde mich eher nicht beeilen. Wir haben den Sprit. Es ist egal, was du machst. Ja, entweder du beeilst dich und fährst noch eine, oder du beeilst dich nicht und fährst keine mehr dann. Also, du bist jetzt bei 9:23. Du bist jetzt bei 9 Minuten 23 Restzeit. 8 Minuten 30 oder so brauchst du ja nachher nochmal. Das heißt, du kannst jetzt eine Minute hier schon mal verplempern fast. Komm schon, lass die eine Runde fahren. Jetzt ich nehme jetzt Gas raus. Jungs, wenn ihr nur Scheiße labert, dann mache ich halt irgendwas, ne? Also ich nehme jetzt Gas raus. Das ist scheißegal, eine Runde musst du eh nochmal fahren. Ja, ach, du musst eben, es geht nur darum, ob du eine oder zwei Runden fährst, darum geht's. Genau. Ja, lieber nur noch eine, weil ich habe noch für zwei Runden Sprit. Ja, wie gesagt, du bist jetzt ist noch Rest. Jetzt ist Restzeit 8:46, du kannst weiterfahren. Die Zeit endet jetzt nachher kurz, wenn du auf der Döttinger Höhe bist, dann ist die Zeit um. Okay. Und dann plus eins, Toastmahlzeit. Außer er haut jetzt nochmal eine gute Runde raus. Also 8:25 Restzeit, 24, 23. Ja, die Rundenzeit wäre möglich. Also, 8:14. Du hast 8 Minuten 18 Zeit, wenn du noch eine extra Runde willst. Okay, Mapping 3. Ja, ohne Witz, kann schon machen. Nee, nein. Denk immer noch dran, in 50 Sekunden hinten dran hängt auch der Zweitplatzierte. Ja. Boah, dann geh ich mal lieber ein bisschen Gas, oder? Alles okay, ganz regulär zu Ende fahren. Fahr nochmal eine Runde wie die letzte. Theoretisch hingehen und die Mapping 3 einstellen. Nein, haben wir heute schon mal probiert, das geht nicht. Nee, das kann nur der Fahrer. Nicht. Also ich kann schon am Rädle drehen, so shit. Du drehst doch schon die ganze Zeit am Rad. Drehst am Rad. Naja, am Lenkrad. Total kaputt. Manchmal, wenn ich so ein Instagram-Post mache, so hey, ich hab meinen Fahrtag weird verschlissen, krieg ich da ein neues von denen? So als Werbegag oder sowas? Wäre doch cool. So Leute, 7 Minuten noch. Letzte Mal den Gekashi kann. Ey, wehe, es kommt nachher eine White Flag und sagen noch eine Runde, Alter, ich kill euch alle. Ja, möglich wär's schon nicht. Vorhin hast du doch gesagt, dass es bloß eins ist, oder? Das hat er gesagt, aber da hatte er nicht recht. Jetzt kommt Mike. Wenn das nicht stimmt, die weiße Flagge geht nachher auf der Döttinger Höhe raus, sobald die Zeit abgelaufen ist, keine Sorge. Okay. Mike? Ja. Mike, check. Der Rapper. Yo man, ich bin hier. Mike check. Manchmal Mike vercheckt. So Freunde, das letzte Mal Hatzebach. Also egal ob plus eins, wir haben ja genug Sprit. Ja stimmt, wir könnten ja im Notfall wirklich noch eine Runde fahren, aber es gibt keine neue Runde noch mehr. Schwer's Jacke wie Hose, Mann. Also so langsam wie er fährt, gibt's keine weitere Runde. So, zum letzten Mal Flugplatz. Nee, ja. Zum letzten Mal heute. Heute. Nachher starten wir das zweite 24-Stunden-Rennen. Genau. Wann ist denn das nächste VLN-Rennen? Direkt im Anschluss. Ich wäre gerade so eingefahren dafür. Fahren wir MX-5, oder? Aber bitte nur mit krumm Lenkrad, gell? Mit geradem Lenkrad kann ich das nicht mehr. Ja. Ich hab dir schon mal gesagt, du kannst die Fanatec-Lenkräder zentrieren, wie du willst. Ja, Hauptsache krumm. Das letzte Mal Fuchsräder, ey. Und Adenauer forscht. Komm Leute, ein bisschen mehr Pathos hier, oder wie es da heißt. Ein bisschen mehr Freude. Also laut Klassement ist, glaube ich, jetzt gerade Platz 5 ausgestiegen. Sind die denn dumm? Ah, ich sehe aber gerade, da ist eine Meldung mit Receive Throughput fell to unacceptable level. Ich glaube, da ist jemand abgestürzt. Oh, das ist mies. Sabre hat aufgegeben übrigens, gell, vorhin.
Echt? Ja. Gut, vor 2 Stunden ungefähr, aber. Gut, wären die nicht gecrashed, hätten die es uns richtig schwer gemacht. Ja, richtig. Das wird ja eigentlich nur über die Strategie schnappen können. Komm, Mike, mach mal Kurvenansage. Ja. Links, rechts. Oh Mann! Was denn? Du hast gesagt, das ist ja Kurvenansagen. Nein, Kurvennamen, du kennst doch alle auswendig hier. Das letzte Mal Breitscheid, du. Das war jetzt echt müde schon, Mensch. Kinder. Roland, if you can hear me, I'll pull over to the right on the Dunninger Hill. I'm not interested in doing another lap. Roland, ihr quasselt da, aber ich höre nix. Rechts 3. 150. Das Problem an dem iRacing-Chat ist, ich verstehe die eh nie. Jetzt hab ich mal die lauter. Links 5. Don't cut. Don't cut, genau. Das gilt übrigens für alle Kurven hier. Ja, besser ist das. I will let you. So, I just did. Ah, sind das nicht die beiden, die vor uns fahren, wo ich jetzt gerade... Do another lap pole! Weil, war nicht gerade vorher das Paul Schumann, der da gefunkt hat? Ich meine, dass sie wollen, dass du vorbeifährst, die werden Platz machen. Ja, die machen extrem langsam. Was, geht denen der Sprit aus, oder was? Nee, aber ich denke mal, sie wollen keine weitere Runde mehr fahren, Platz 20 und 27. Ja, die verzögern schon ordentlich, ja. Ja, das können wir auch. Boah, das wäre schon mies. Wir haben noch genug. Ich lasse euch fahren. Ja, du wirst sehen, spätestens auf der Döttinger Höhe. Das wäre witzig, wenn die halt ganz langsam sind und wir halten hinter sie. Thanks for this nice race, Lars 24 House. Ihr fahrt nochmal, ich habe Feierabend. Ich hab das Wort. Pardon, nein du! Bitte nach ihnen! Wie viele Runden wir noch fahren. Bitte nach ihnen, der Herr! Nein, sie sind zu gütig! Bitte nach ihnen! Nein, das kann ich nicht annehmen! Die müssen ja da vorne fast stehen! So langsam bin ich jetzt auch nicht, Mann! Ah, da vorne kriecht er. Die kriecht beide. Kriecht mit mir. Ja, die werden jetzt im Formationsflug mitfahren. Ja, wunderbar. Ist doch ein 24-Stunden-Rennen. Ist doch ein Stil. Ja, keiner hat mehr Bock und wartet auf den Führenden. Ja, jetzt erstmal Stau auf der Döttinger Höhe, so links rum, rechts rum. Wobei, es sind nur die zwei vor dir. Davor hast du ja ein Loch von 2 Minuten 22. Das letzte Mal durch meine Angstkurve. Oh, nicht gedreht, hurra. Oh, oh, oh. Bumm, Auto explodiert. Aber guck nicht, dass das wieder so Bremser sind, die direkt vor dir auf Bremse latschen. Ja, lass Abstand, du hast die ganze Döttinger Höhezeit, die lassen dich eh durch. Car right, clear. Jetzt zieh rüber. Mapping 3. Car right. Und ich sehe noch keine White Flag, Mann. Ich sehe noch keine White Flag. Weil immer noch 24 Sekunden laufen. Ja. Also die beiden hättest du schon abschießen können. Ja, du musst noch vorsichtig sein. 15 Sekunden. Ich nehme noch Speed raus. Ich nehme Speed raus. Nein, ich nehme Speed raus. 10 Sekunden. Kann schon weiterfahren, das passt. Nein, wir fahren schon langsam hier weiter. 4, ja, okay, 4, das ist zu Ende gleich. 2, 1, 0. So, kommt jetzt irgendeine Flagge? Nein! Weiterfahren, es kommt die karierte Flagge. Die White Flag kommt für alle Nachzügler nach uns dann als Hinweis. Haben wir gewonnen? Ich sehe noch keine Flagge. Ich sehe noch keine. Alemannia Ring. White Flag.
Ja. Gratuliere zum Sieg. Schönes Rennen von euch und all other guys. Good race. Ja, ich noch eine Runde. 8 minutes 40 tick. Dankeschön. 0, 2, tick. 1. So, Freunde. Ja. Well done, everybody. Ja, sieht so aus. Gut, dass wir nicht das Mapping dran sind. Das hätte auch noch gereicht. Wir haben jetzt 20 Liter noch im Tank. 1,6 ja. Runden, ja. Ja. So, Mike. Schlaubergermeier. Thanks, guys. Bis dann. Die gratulieren uns aber alle schon jetzt irgendwo gegenseitig. Ja, sollte man machen. Ich habe nicht... Nice race and fair race from all sides. Ja, fahr die Runde noch. Ich sehe auch die doppelte Weite. Not from all sides, but again, nearly all sides. Ich meinte, er ist sicher, dass die gravierte... Ja. Vertrau niemals einem Mike. Vor allem nicht, wenn er Wilhelmi heißt. Oh, Alter, jetzt hab ich gleich keinen Abstellen, Mann. Wie viel Uhr haben wir? 14:30 15:40 What the fuck, Mann, ich muss meine Kleine abholen. Ich habe ja keine Zeit, fertig zu fahren. Du wolltest den Stoßturn fahren. Thanks for Monkey Sim Racing for this nice hard and fair race. I love you, I really do. Alles schon, oder? Please, shut up. Gratuliert. Nee, niemand. Sprachchat. Dankeschön, mein Liebling. Ich hör's nur nicht. Ich fahr die Runde einfach nur. Der war gut. Dann bist du auf der sicheren Seite. Aber normalerweise ist es fertig. Ja, aber es, dann wäre ja nicht die weiße Flagge jetzt noch. Eben, dann wäre kariert. Ja, aber normalerweise, es ist, ich kenne auch nicht die doppelte weiße Flagge. Wieso doppelt? Ich sehe nur eine. Ich habe zwei eine. Weiße Flaggen auf meinem Bildschirm. Sag, die Augen sind kaputt, Mann. Also bei mir ist nur eine. Fuck it, ich fahr jetzt einfach ganz normal straight zu Ende. Und weh, es langt nicht, ey, weh, es langt nicht. Was langt nicht? Keine Ahnung, Sprit oder Rennlänge, was weiß ich. Nice race, thank you. Ende noch. Egal, wir fahren einfach die letzte Runde. Die reißt jetzt auch nicht mehr raus. Eben. Die 8 Minuten meines Lebens. Christopher, wait. Ich meine, der hinter uns fährt ja auch noch genauso weiter. Eben, der fährt ja genauso weiter. Ja, vielleicht weil er vielleicht auch dumm ist. Geht doch mal in den Sprachchat und fragt mal einfach. Ah, vertrau auf das lieber nicht. Ja. Wir fahren jetzt einfach noch die Runde. Nein, das 25 fährt auch nur, der lässt Abstand. Vielleicht muss der Sprit sparen. Siehst du, 20 und 25 haben da auf mich gewartet. Ja. Also, wir fahren beide. Hat der Spotter bei dir irgendwas gesagt, Roland? Nein, nix. Du musst Infos lesen. Thank you.
ist für mich immer 24 plus 1. Ja, für mich eigentlich auch. Also das ist tatsächlich die letzte Runde. Also winkt mal den Leuten schön. Konfusion! Le Mans ist etwas Besonderes. Ich glaube, beim echten Rennen ist es doch auch so, oder? Dass es direkt dann endet. Ja, da biegen sie ja direkt in die Box ab, verkehrt rum. You're low. Auf jeden Fall sind die zweiten und dritten vier Runden hinten. Soll ich nochmal an die Box fahren? Nachtanken? Ja, also es fahren alle auf jeden Fall hinter uns noch weiter, das Rennen. Es ist keiner, der jetzt da auf den Plätzen 2, 3, 4 abgebrochen hat. Also in dem Fall wirklich weiße Flagge nach Ablauf der Zeit. Aber in dem Fall jetzt zum letzten Mal die Döttinger Höhe. Car on your left. Oh, warte mal. Clear. Macht lass ihn ziehen, lass ihn einfach ziehen. Ja gut, wenn er will. Muss er noch eine. Null, 8 Liter. Verbrauch auf 100 Kilometer, wenn es ein Diesel wäre. Will ich nur noch kariert sehen. Jawohl. Gib mir kariert, Mann. Gib mir kariert, Mann. Gib mir kariert, Mann. Done it. Sieg. You won. This is what happens when you have the best crew chief. Ja, das, warte, was? Ah, scheiße, konnte ich schnell genug lesen. Einmal Donuts oder ist das verboten? Nein. Donuts. It's allowed. Juhu. Also das üben wir nochmal, gell? Thank you, guys! Alemannia, wirklich schön drennen, seit Konstanz durchgefahren. Gratulation. Ach, auf 12? Ja, glaube ich, oder? Alle haben wir Alemannia! Probier mal. Ich glaub 12. Herzlichen Glückwunsch, Roland Charter! War ein sehr schönes Rennen von euch! 12. Ja, so sieht's aus! La 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 la! Oh, great race, yeah. Everyone! Yeah.
Also Roland, du weißt aber, was du jetzt machen musst. Weiter Donuts drehen. Nee, du musst jetzt singen. Hey, good race, everybody. So. Du hast mal nochmal meinen Alonso. Genau. Video. Wo ist mein Video? Wo ist mein Video? Bye, bye. Great race, everyone. It was awesome. Yeah, awesome race. Thank you so much, guys. Drivers, wo kann ich zu allen quatschen? I'd just like to thank my sponsors of Red Bull and Nescafe. Teams. Ah. Warte mal, wie. Ah, da war's gerade. La 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 la. Der Wichser ist mir noch reingefahren, jetzt habe ich noch ins Video geklickt, gell? Ja, stimmt, bei All Teams habe ich jetzt gerade das Ding gerade laufen lassen. Den Fernando. Geil. So, ihr Motherfucker. Ah, geil, Leute. Alter, scheiße, wir haben gewonnen, Mann! Mega Leistung! Was hast du gesagt? Mega Leistung, sauber durchgefahren. Hey, ich hätte es nicht gedacht, 24 Stunden, dass wir da überhaupt so gut durchkommen. Und das Ganze wirklich kaum mit Reparaturen. Ja. Reparatur von vielleicht 15 Minuten maximal. So, lenkt gerade aus. Tja, und wir sagen in den Livestream jetzt auch noch herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir haben es geschafft. So ein Sieg bei einem Online-Rennen ist nicht unbedingt immer ruhmreich. Man kann nicht viel sehen, außer dem Ergebnis am Ende. Dennoch, es hat uns viel Spaß bereitet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.